Okay, Keks schenkt mir irgendwas. Okay. Was haben wir bekommen? Eine Leuchtuhr. Coole Sache. Danke, Keks. Was auch immer das genau ist. Wenn ich jetzt sowieso schon was reingeschnitten habe. Bitte. Hier. Hört es euch an. Die Nook Closing Music. Die ist doch echt irgendwie gruselig, oder? Das klingt so, als wäre gerade jemand gestorben. Ehrlich. Dann liegt ja unter Axt rum. Und man wird brutal rausgeschmissen, wenn gleich Punkt 9 ist. Das ist gruselig as fuck. Wirklich. Oh mein Gott. Oh. Eine Spinne, eine Spinne, eine Spinne, eine Spinne. Ich habe keine... Scheiße. Oh mein Gott. Hier ist eine Spinne. Die habe ich in New Leaf überhaupt nicht bekommen. Deswegen muss ich jetzt hier gerade leider mal... Oh mein Gott. Holy shit, holy shit. Wobei, das wäre jetzt blöd. Ich muss hier erstmal nochmal schütteln. Den Baum. Shake that tree und dann zuschlagen. Hoch, leck mich doch mit deinen Kackwerkzeugen. Du nimmst jetzt diese scheiß Kecher in die Hand. Packst den Rest. Meine Fresse, Cursor. Jetzt nerv mich nicht. Ich muss diese Spinne kriegen. Die bleibt doch jetzt zum Glück da. Bis sie irgendwann despawnt. Wenn man das Haus betritt oder so. Und jetzt. Nein, komm. Los, Junge. Jetzt, ja. Ja! There we go. Die können wir dann morgen zum Eugen bringen, würde ich sagen. Es ist wieder Rübentag. Wuhu, willkommen zurück hier, Animal Crossing. Wir haben Post. Von der Akademie. 66.622 Punkte. Thema Schönheit. Ja. Da ist mein Zimmer bestimmt absolutes Musterzimmer. Ich meine, das ist ja... Wow, ist das geil, ne? Ja, mein Gott. Ich habe keine Ahnung, warum ich überhaupt Musterzimmer gekommen bin beim letzten Mal. Aber ist egal. Tolle Grammatik übrigens. Und wir haben eine Nachricht, denn endlich hat mal jemand Geburtstag. War noch gar nicht der Fall. Und zwar Oinka. Da sollte man nicht ohne Geschenk vorbeilaufen. Wir haben aber auch noch eine Spinne. Die müssen wir noch ins Museum bringen. Oder alternativ als Geschenk für Oinka. Nee, das machen wir glaube ich nicht. Wir gucken erstmal, ob irgendwer heute da ist. Ah, wobei. Das ist eigentlich schwachsinnig. Aber wir können mal nach den Fundsachen direkt gucken, wenn wir da sind. Ja. Ein 3-Farben-Outfit, okay. Das ist dieses hässliche rot-grün-weiße, ne? Das richtig hässliche. Mein Gott! Jung! Hallo, Cursor. Hast du Bock? Danke. Meine Güte. So. Dann begeben wir uns auch sogleich auf die Suche nach Sigrid, denn wir brauchen eine Menge Rüben. Eine Menge. Denn wir haben eine Menge. Oh! Hey ho! Mäh, Spatzel. Ein herrlicher Morgen, findest du nicht auch? Mein Gehirn läuft gerade auf Hochtouren. Ich denke mir gerade so ein Motto für meine nächste Party aus. Ist sie eine Käsehäppchen-Party werden? Oder doch so eine Vanillenlutscher-Party? Oder vielleicht doch eine Trommelparty? Ist auch egal, je verrückter, desto besser. Oder lass uns einfach 3 Ideen umsetzen, so. Dann, ja. Für den Morgen, Mittag und die Nacht und so. Aha. Oder feiern die überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Feiern die? Ich habe keine Ahnung. In Juli feiern die auf jeden Fall. Ich glaube, hier feiern die gar nicht, wie es aussieht. Muss ich kein Geschenk kaufen, finde ich es auch nicht so schlecht. Es ist keine eingezogen, wie es aussieht, ne? 3, ja, genau. Okay. Aber es ist vor allem endlich mal wieder Sonne. Das ist sehr gut, was die Blumenzucht angeht. Immer nur Regen ist auch doof. Dann kann man ja nicht so wirklich gezielt züchten. So, dann gönnen wir uns erstmal den Geldstein. Haben jetzt wirklich wieder eine ganze Stange Geld. Ich habe beim letzten Mal noch. Beim letzten Mal habe ich noch offscreen ein bisschen Obst verkauft. Hat noch ordentlich Geld gebraucht, doch. Dass wir jetzt wieder ungefähr da sind, wo wir vor dem großen Kauf bei Nook waren. Und jetzt kriegen wir noch hier aus dem Geldstein was raus. Und dann haben wir tatsächlich in etwa 300.000. Damit lässt sich doch mal eine Menge anfangen bei Sigrid. Aber ich gönne mir, glaube ich, erstmal die Rotrübe, bevor ich das dann irgendwie vergesse und kein Geld mehr habe. Wobei 1000 eigentlich immer drin sein sollten. Ich gehe ja nicht ganz hart ans Limit. So dass wir dann auch diese bisher unerledigte Sache mal machen. Weil das ja eben auch noch Geld bringt. 16.000, wenn man das richtig macht. Pro Rübe. Aber man kann halt nur eine kaufen an jedem Sonntag. Das ist ein bisschen doof. Aber gut, sonst wäre das auch wahrscheinlich ein bisschen zu einfaches Geld, ne? Man überlegt mal, man kauft jetzt einfach mal 10 von den Dingern.
Gib dafür 10.000 Sterne, also kriegt 160.000. Das ist, ja, ist doch schon ein bisschen schnell verdientes Geld, ne? Zu schnell so eigentlich auch. So, die beiden wollen nichts von mir, dann will ich auch erstmal nichts von ihnen. ich bin heute nicht so kommunikativ, was die Bewohner angeht, tatsächlich. Das könnte Sigrid? Ja, das ist Sigrid tatsächlich. Ich höre es am Stapfen. Rüben, frische Rüben. Ich verkaufe seit 60 Jahren. Jeden Sonntag meine Morgenrühe. Meine. Ach, jetzt vergesse ich sogar schon meinen Text, Mensch. Nein, ich wollte doch. Ach, die hat keine Rotrüben. Was? Warum hast du denn keine Rotrüben mehr? Was soll das denn? Okay. Ja, dann halt nicht. Okay. 95 Sternis ist recht wenig. Das könnte darauf hindeuten, dass wieder eine einigermaßen blöde Zeit bevorsteht in der Woche. Aber egal. Ich will alles haben. Wobei, wie viel kann ich nochmal kaufen? Ich habe es mal wieder vergessen. Wir kaufen mal 800. Na, no, das macht da genau 76.000 Sternis. Ja, ja. Sehr gut. So, damit haben wir jetzt... Oh. Boah, ich war ja mal wieder perfekt mit dem Plan. Das ist nice. Dann können wir die erstmal schon mal zu Hause ablegen. Dann werde ich, glaube ich, erstmal zu Nuke gehen. Und in derselben Runde dann mal die Schneiderei und das Museum abklappern. Das Museum kriegt, wie gesagt, noch meine Spinne. Ist ganz witzig, dass ich jetzt die Spinne gefangen habe. Weil ich gerade wieder ein Buch lese, was wir aus der 5. Klasse, was ich in der 5. Klasse in Deutsch gelesen habe. Oder in der 6. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es war sogar die 5. tatsächlich, am Ende der 5. Klasse. Numbers, den Totenblick. Geht's um so eine... Um so ein 15-jähriges Mädchen, was halt... in den Augen der Leute so die Todesdaten von ihnen sieht. Und das ist halt so voll dramatisch, so ein Jugendroman, wo es dann im Endeffekt... darum geht, dass sie sich in jemanden verliebt, der allerdings nur 2 Wochen zu leben hat. Und dann fliehen die zusammen und so eine Scheiße. Und ach, das war voll cool. Und deswegen lese ich das gerade nochmal. Gab sogar eine Sexszene, ja? Ja, in der 5. Klasse haben wir was mit Sexszenen gelesen. Ja? Ja, da wurde nicht so viel beschrieben. Es ist jetzt kein 50 Shades of Grey, aber... Oh ja. Ich habe aber leider vergessen, dass wie viel Kapitel das war. Es war damals das berüchtigte Kapitel irgendwas, aber... Ich habe es vergessen. Es könnte 17 gewesen sein. Naja. Jedenfalls, der Typ, mit dem sie da so durchbrennt, heißt halt Spinne. Oder wird Spinne genannt, deswegen. Ein interessanter Zufall. Dass wir jetzt hier die Spinne gefangen haben. So, ich habe natürlich mal wieder nicht das gehalten, was ich gesagt habe, indem ich jetzt zu Nuke gehe und, ne, da Trouble mache. Sondern laufe jetzt irgendwie doch diese Runde, weil ich schon längst vergessen habe, was ich machen wollte. Wie immer. Davon lebt Animal Crossing, ja. Manu ist auch da und die will sogar was, aber nicht meine Spinne. Vergiss es. Also irgendwas an dir ist heute anders. Also, was wohl ist, hey man? Oh, ich weiß nicht, diese Spinne, die du da mit dir rumträgst. Das Ding sieht einfach nicht so gut aus wie sonst so. Ich habe die Lösung. Ich nehme dir das Ding ab da und dafür kriegst du meine Spieltapete. Nein. Also wirklich, ich wollte dir nur noch helfen. Na fein, offensichtlich erkennst du nicht, wenn man dir was Gutes tun will, Hantel. Ich will der Stadt was Gutes tun, Mädel. Ich will es dem Museum spenden, ja. Das ist Wohltat pur. Das ist geil. Übrigens, das ist eines der 2 Insekten, die man ab März kriegen kann, die Spinne. Das andere wäre nur der V-Falter. Der schwirrt rum bei blauen, lilan oder schwarzen Blumen, aber ich glaube, wir haben maximal lila, ne? Hier die Hornfeilchen, aber sonst. Weil waren das überhaupt Hornfeilchen? Ne, das waren Alpenfeilchen, heißen die, glaube ich, ne? Die weiß-lilan. Naja. Stiftung! Guck, wie der jetzt bei der Spinne ausrasten wird hier. Ich kann wieder nicht reden, Mensch. Zweifelsfrei eine Spinne. Lass sie, die brauche ich aus dem Käfig. Ich kann nicht gut mit Insekten. Das wissen sie doch. Oh, graus, in der Gesellschaft, vor allem. Von allem mit mehr als 4 Beinen werde ich unruhig. Und Spinnen haben sogar gleich 8 Beine. Damit zählen sie eigentlich gar nicht mehr zu den Insekten. Und 8 Augen haben sie auch noch. Selbst auf dem Rücken können sie uns beobachten. Oh. In gewissen Gebieten gilt diese Spinne als heilig. Und diese gewissen Gebiete meine ich um jeden Preis. Aufhören. Vielen Dank für die Spende so. Hegen und pflegen, Monster. Keine Insekten mehr, bitte. Okay. Gucken wir mal, ob irgendwer beim Café ist. Nö. Dann halt nicht. Hier gibt es auch einen tollen Glitch mit dem Schild. Kann man sich auch irgendwo hin in den Museumsboden eingraben. Oh. Da redet irgendwie miteinander, die beiden da oben. Hey yo.
Einka, du gehörst ja bestimmt zu diesen natürliche Schönheiten-Anhängern, oder? Du weißt schon, die, die nie duschen und so. Warum sagst du sowas? Ah, nee, warum sagst du sowas? Das ist nicht nett, meh. Ich versuche nur jung und lebendig auszusehen. Hey, wow. Nur mit der Ruhe, Einka. Ich wollte dich nicht ärgern, Einstein. Nach und was dachtest du, wie ich reagieren würde? Manchmal bist du wirklich nicht besonders clever. Lel. Ja, da hat Rosi sie einfach mal an ihrem Geburtstag aufgeregt. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Die hat dieses Herzchen-Shirt an. Das sieht so gut aus an ihr. Wieso ist es denn momentan so ein... Irgendwie hat der Trend die gerade erreicht. Der Julian trägt das, die Rosi trägt das. Das finde ich nice. Endlich erkennen die Leute mal mein wahres Genie, ja? Barsch oder Stahlkopfforelle? Wahrscheinlich ein Barsch. Ja, natürlich ein Barsch. Was denn auch sonst? Ich bin gerade so auf die Stahlkopfforelle aus, weil sie jetzt auch ab März verfügbar ist. Im Deich. Oder im hier, Fluss besser gesagt. Teich ist nochmal eine andere Gattung. Das sind ja die kleinen Seen da. Das sieht halt echt so unglaublich passend aus bei ihr. Also vorne wahrscheinlich nicht, aber... Ja, wobei doch, das passt einfach. Und Olka trägt dieses hässliche... Mein Gott, da kann ich verstehen, dass das Rosi sie beleidigt. Diesem komischen grünen Vogelshirt. Meine Güte. Hässlich as fuck. So, willst du immer noch nicht reden mit mir, so privates Zeug und so? Hätte ich nichts gegen. Nee, gut. Xenia redet auch immer noch über die Feiertage hier, so über die Wochentage, ne? Naja, das ist sogar sonntags. Ich fühle mich ja bei der Arbeit am wohlsten. Bla, 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 bla. Hm? Du mich auch. Bei der Arbeit am wohlsten fühlen. Oh, die reden schon wieder miteinander. Beobachten wir sie mal. Geht doch! Sehr schön. Also der Trend schwappt über, definitiv. Und bei Önka sieht er halt auch gut aus, weil es ist halt pink. Geht doch. Mein Gott. Also hat Önka wohl klein beigegeben und endlich mal verstanden, dass sie sich scheiße anzieht. Meine Güte, ist doch schön. Geht doch. So, gucken wir mal bei den Blumen. Die sollten ja wahrscheinlich nicht gewachsen sein wegen dem Regen. Ich hatte schon das Gefühl, ein Geschenk zu hören. Ist aber nicht so. Aber wir können sie heute dann wenigstens mal wieder ordentlich gießen. Sodass dann auch mal wieder was entstehen könnte. Bei Regen ist es ja immer relativ unwahrscheinlich. Ich habe die Gießkanne nicht draußen, wie es aussieht, oder? Ja. Das war das ominöse Geschenk da oben, ja. Okay. Um die Pinkrosen kümmere ich mich eigentlich doch nicht mehr so wirklich, was die Züchtung angeht. Rot und Rot war das, ne? Für Schwarz, ja. Mhm. Ja, mein Gott. Müsste ich mich eigentlich mal drum kümmern, die mal wieder hinzustellen, aber... Och, nö. Also die mal so schön zu arrangieren, dass das auch wirklich funktionieren kann, aber... Habe ich jetzt irgendwie nicht so Lust drauf, tatsächlich. Vor allem, weil wir halt sowieso noch genug damit zu tun haben, überhaupt mal ein paar weitere Orangene und vor allem Lilane zu kriegen. Nee, das machen wir irgendwann anders mal. Na gut, was wollte ich überhaupt? Ja, ich wollte erstmal zu Nook gehen, genau. Wollte erstmal meinen Shitter verkaufen, mal gucken, was er so im Angebot hat und dann weitere Rüben kaufen. Und dann freue ich mich wieder auf eine weitere tolle Woche bei der Rübenbörse, vor allem, weil wir dann endlich genug für den Hauskredit haben, wenn es denn eine anständige Rübenwoche wird. Ich muss vor allem halt wirklich hart daran denken, dass ich jeden Tag zweimal die Rübenpreise checken muss. Also, dass ich immer mittags spielen muss und dann abends nochmal so. Oder vormittags, besser gesagt. Die wechseln ja, glaube ich, um 12 Uhr oder so. Die Waschmaschine hatten wir, glaube ich, schon, ne? Aber das Royal-Regal hier, die Royal-Vitrine heißt sie. Aber, glaube ich, noch nicht. Die sieht schon sehr geil aus. Ein Royal-Tisch haben wir bisher nur. Ja gut, dann her damit. Allerdings auch nur für den Katalog. Dann verkaufe ich sie wahrscheinlich wieder. Weil ich mir den ganzen Shit einfach nicht in meinen ganzen Schrank packen kann. Da ist nicht so wirklich viel Platz drin dafür. So, dann kannst du die Royal-Vitrine direkt da haben. Drei Farben-Out für die beiden Gerüinen. Den Barsch. Alles for free hier, bitteschön. So. Dann packen wir erstmal den ganzen Shit hier in die Briefe. Damit wir überhaupt genug Platz für die Rüben haben. Und so, jetzt habe ich jetzt gerade 7 gekauft. Das heißt, jetzt soll ich auf jeden Fall mal 10 locker hinkriegen. Also wenn ich jetzt hier... Wobei, man kann, glaube ich, 999 maximal angeben. Na gut, dann machen wir das auf jeden Fall. Sollte in unsere Tasche passen. Dann bringen wir die weg und machen die nächste Runde. Und dann läuft das doch alles. Ach, da ist sie. Ich habe sie gerade ein bisschen gesucht, habe sie nicht wirklich gesehen.
sie an, der junge Mann ist wieder da. Ja, ja. Ja, schon gut. So, hier 990 hätte ich gerne. Na, no, das macht dann 94.000 Sterni, so, ja, ja. Ich muss ja sogar noch zweimal laufen, Mensch. Wenn ich mein ganzes Geld verprassen würde, das will ich eigentlich. Ich finde es aber echt schade, dass sie keine Rotrüben hat. Was soll das denn? Mensch. Muss ich einfach früher aufstehen oder was, damit sie noch welche hat hier? Die kommt ja schon ab 6 Uhr, wenn wir mal reinziehen. 6 Stunden läuft die hier rum, von 6 bis 12. Schon heftig. So, hier passen glaube ich noch 4 hin gerade. Mensch. So. Ja, da hätten noch 2 hingepasst, verdammt. Ich muss aber vor allem wieder aufpassen, wenn ich jetzt dahinter gleich irgendwie was packe, dass ich die auch wirklich wieder mitnehme. Da sind ja schon mal welche verschimmelt hier. Das war nicht ganz so cool. Und dann sieht man auch, dass ich schon nicht mehr wirklich viel Platz auf meinem Boden habe. Wenn jetzt nochmal 10 Stück hinkommen und dann nochmal irgendwie 4, 5 Pakete. Ja, dann muss ich glaube ich auch auf die obere Etage ausweichen. Aber bald haben wir dafür auch sogar einen Keller, ne? Das ist natürlich auch sehr geil. So, da ist sie wieder. Na, no, der junge Mann ist ja schon wieder da. Ja. Laber mich doch nicht an. Gib mir doch einfach die Rüben hier. Komm, sag mir einfach, wie viel ich haben will. Oder frag besser gesagt und dann passt das. Na, no, schon wieder so viel. Ja, du hast aber Geld in den Taschen. Wobei, ich kann ja jetzt nochmal gehen, ne? Fällt mir ein. Also jetzt nochmal fragen. Ich habe ja noch Platz, stimmt. Da kann ich aber bestimmt sogar nochmal... Na, ich kaufe nur 30. Also 300. Irgendwie so 25.000 oder sowas in der Richtung. 28, da hörst du fast. Egal. Haben wir es auf jeden Fall genug. Damit kommen wir erstmal ziemlich weit. Im Rübenbiss. Es ist ein Snow-Go hier. Die ganzen Rüben verschimmeln zu lassen, die müssen wir natürlich wieder schön verkaufen. Schöne Crash-Anspielung, so. Und wenn ich noch öfter hier rein und raus gehe, dann wird mich Frühlingsblüten auch bald nerven. Aber richtig. Aber egal. Das könnte noch gerade so hinhauen mit meinem Boden. Die Sache ist allerdings auch, dass er irgendwann meckert von wegen, ah, hier liegt zu viel rum, du musst jetzt hier, der Boden bricht gleich ein. Das haben wir bisher, glaube ich, noch nicht gesehen im Let's Play. Passiert aber irgendwann, wenn man halt wirklich den ganzen Boden voll kleistert und so eine Kacke. Ah, da haben wir noch ein paar Plätze. Sehr schön. Ja, schön. 100 Rüben überall. So muss das. Ja, dann habe ich jetzt heute auch eigentlich nicht mehr wirklich viel zu machen, oder? Ich meine, die Großstadt fahren, aber warum? Ist jetzt nicht so wirklich was, was mich reizt. Dann würde ich sagen, kümmere ich mich doch mal gerade um die roten Blümchen, um die Liebesrosen. Das bietet sich doch jetzt an. Ist das auch eine Rose oder ist das eine... Ja, ist auch eine Rose. Schön. Was ich mit meinem Garten mache, weiß ich auch noch nicht. Hier ist ja alles ein bisschen... Da stehen hier und da mal ein paar Bäume und prinzipiell und... Oh, jetzt habe ich, glaube ich, die falsche mitgenommen. Oh. Oh, nein! Hat natürlich auch was so. Die Rose im Mund und so, aber nee. Nee. So, hier hatte ich auch, glaube ich, noch irgendwo. Oder nicht? Nee. Ich will die da aus dem einen Weg nicht rausnehmen. Na, oh mein Gott. Ach komm. Scheiß drauf. Der Weg, der ist sowieso mal wieder baufällig. Also da muss ich mal wieder mir ein bisschen was Neues ausdenken. Also auch vom Design her. Ich werde den nicht wieder irgendwie wiederherstellen oder sowas. Vielleicht mal einen Schokoladenweg oder irgendwie sowas in der Richtung halt. Irgendwas Innovatives. Oder ansatzweise Innovatives. So, hier müssen wir aufpassen. Da hatte ich ja mal gesagt, da könnte jederzeit einer hinziehen. Deswegen lassen wir das lieber mal. Und pflanzen die roten Rosen dann lieber mal hier, wo die gelben gerade stehen, weil die brauchen wir jetzt eigentlich sowieso nicht mehr. Die Orangen vermehren sich auch so. Meine ich zumindest. Und hier haben wir dann immerhin mal ein paar rote. Ist doch auch schön. Wo sich dann vielleicht irgendwann mal Schwarzrosen bilden, wenn sie Bock haben. Vielleicht haben sie auch keinen Bock. Das werden wir sehen. Hier bei anderen eine gelbe hin dann. Hier auch. So. Gehe ich da gleich mal offscreen ein bisschen schön durch. Dann ist das doch schon mal ein ganz nettes Feld hier. Na, hier stehen die so ein bisschen ineinander. War das hier überhaupt schon? Das sieht hier gerade ein bisschen improvisiert aus, als wäre das nicht normal hier. Ich bin mir nicht sicher, wie das ursprünglich mal stand. Hm. Hier kann man auf jeden Fall noch eine weiße hinpflanzen. Ich wusste, dass das passiert. Also gut, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, die wird einfach nur direkt neben der anderen weißen. So. Ja.
Kann ich jetzt noch? Ja, das wird wahrscheinlich. Habe ich mir gedacht. Deswegen, ich will. Nein! Oh, diese Blumen, ne? Ja, immer wieder. So. Da noch eine weiße, eine gelbe, eine, ja doch eine gelbe. So. Zack. Und dann da oben vielleicht noch einfach so. Dann gieße ich das Ganze offscreen und wir sehen uns am Montag wieder. Dann gibt es hier wieder richtig tolle Rübenbörsen-Action. Und ja, vielleicht reden wir mal wieder mit, ein bisschen mehr mit den Bewohnern. Wäre auch mal wieder angebracht, ne? Boah, mehr habe ich nicht zu sagen. Bis dahin. Tschüss.